Hallo, Zion hier, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 6. Beim letzten Mal habe ich gesagt, ich werde offscreen Korall zusammensammeln. Ich habe mehr als 23 gekriegt, es gab sogar auch Truhen, die haben 5 gebracht, nicht nur 2 höchstens. Und wenn wir genug reingegeben haben, na? Phew. Na komm, jetzt verzieh dich. Ja, das hatten wir eigentlich vor. Und weg ist er. Haha. So, bevor wir weitergehen, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, gibt es wieder mal die ein oder andere kleine Vorbereitung zu machen. Ah, ich habe Phantom noch gar nicht benutzt. Das muss ich schnell noch in einem Encounter nachholen. Dann du hast gerade keinen. Dann würde ich sagen, nimm du Golem. Für den Fall der Fälle. Wobei ich nicht glaube, dass uns jetzt noch Phantom so viel bringt. Aber gut, dann habe ich jetzt noch einen Encounter, wo ich das schnell nachholen kann. Sehr nice. Ansonsten, wenn ich einmal schnell bis zur 8 gehe, ich werde einmal schnell fast forwarden für euch, dann könnt ihr euch direkt mal die 8. Attacke ansehen. Cleave. Ist ziemlich nice. Ich habe ja schon gesagt, das ist ein Instant Death mit höherer Wahrscheinlichkeit. Ah, okay. Ja, sah jetzt nicht unbedingt höher aus, aber glaubt mir, dass die Fähigkeit höher ist. Und wirklich in dem Kampf, wenn ich mich unsichtbar mache, setzt der... Okay, gut, es hat nur einen getroffen. Dann ist es nicht so sonderlich wild, sage ich mal. Es wäre deutlich schlimmer gewesen, wenn alle wieder sichtbar gewesen wären. Dann kommen Level 1 Zortek. Also ihr seht schon, Level 1 Zortek ist halt deutlich schwächer als Level 8 Zortek oder halt Level 6 oder 7 oder was auch immer. Aber gut. 7 wird wahrscheinlich das sein, was ich hauptsächlich versuche zu verwenden. Aber yeah. Ansonsten, bevor wir weitergehen, sollte es auch bei den S-Bahn ganz gut aussehen. Du brauchst noch etwas. Ja, ich glaube, mit Phoenix bist du auch fast durch. Nimm mal so ein Sieg, du weißt selber warum. Na dann. Oh mein Gott, wir haben Hidon gefunden. Na dann, komm her. Boss Time gegen Hidon. Und Hidonite. Von mir aus, was wir machen wollen, ist auf jeden Fall... unsere Feuermagie einzusetzen. Fire 3 haben wir sogar schon, das sollte ordentlich Damage machen. Ansonsten Setzer kann einmal seine Slot-Maschine durchgehen. Hoffentlich nur nicht uns heilen, das wäre ein bisschen doof. Und ja, einige von euch haben, oder einer von euch hat Reflekt, das ist aber nicht so wild. Du auch nochmal los. Und du, da es jetzt nicht mehr viele gibt, kannst du Sword Attack 7 machen. Ich hätte sonst Sword Attack 6 gemacht für Stunner, aber bei 3 Gegnern, denke ich, kann ich auch gleich auf die 7 gehen. Und dann sollten wir hier ordentlichen Damage mit Cyan machen können. Wirklich, wirklich ordentlich. Schauen wir mal. Ja, ja, du blockst, das ist egal. So schwach, wie das wieder zurückkommt. Ah, Mist. Nee. Okay, gut, wir sind eh fast wieder alle sichtbar. Aber ich glaube, Cyan hat den gekillt, oder? Sauber. Sehr nice. Vielleicht mal kurz einmal heilen. Einmal wegen Struggle. Und dann können wir das Ding auch finishen. Na komm, wie lange hältst du noch aus? Soll ich nochmal chargen zu Stufe 7? Ich mache es. Aber das ist dann wahrscheinlich ein bisschen Overkill. Wäre auch definitiv nicht schlecht, hier zum Beispiel wieder Sabin dabei zu haben oder selbst. Mann, was für ein Effekt auf einen Super Nintendo. Gar nicht schlecht vom Damage, gar nicht schlecht. Aber das ist auch nicht schlecht. Und Quadra Slice, komm, bring ihn um. Wenn er das überlebt, dann werdet ihr diese Episode niemals sehen. Das war ein Scherz. Oh Mann, du hast doch ein bisschen mehr Leben, als ich gedacht habe. Ein bisschen. Ja, wirklich ein bisschen mehr. Ich habe eigentlich gedacht, wir sind schon ziemlich nah dran. Aber, na also. Mensch, haben nochmal 10.000 gefehlt. Mein Fehler. Tja. Aber gut, nicht zu schwer. Hidon ist draufgegangen. Und dafür kriegt der gute Struggle Grand Train. Grand Train kriegt ihr nur, wenn ihr Hidon macht. Und das ist so ziemlich seine ultimative Blue Magic. Und da ist er happy. Ja, erzähl ihm, dass du ihn gerecht hast, auch wenn er noch lebt. Das ist so die Sache. Man kann doch nicht jemandem erzählen, dass ich ihn gerecht habe, weil, oder? Gang ho! Hallabaloo? Und ja, erstmal große Augen, so was? Du lügst! Nein, 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 nein.
Und hä? Ich dachte, es ging dir nicht mehr so gut. Siehst aber doch relativ fit aus, ne? Ja, da waren einige. Ho, ho, ho. Ja, oder? Wie geht's deinen Wunden? Ach, dir geht's gut. Ja, na toll. Ihr könntet... Moment, dazu kommen wir gleich. That evening? Mhm. Ah, er erzählt noch seine riesige Story, wie er Hidon gefunden hat, ja? Ja. Du hast es ihm gegeben. G-Pow und Twack. Ist ja wie Batman 50er Jahre Cartoon. Und das, obwohl du kein Hero Ring ausgerüstet hattest. Von mir aus. Aber ja, so sah das ungefähr aus und... Noch mehr? Ah, ist eingepennt, ja? About my wounds. Wolltest du gerade erzählen, dass es eben nicht so war? Even if you were faking that creature meant business. Ja, das haben wir gemerkt, keine Sorge. Na, dann hat's ja seinen Zweck erfüllt, ne? What the? Ist ja kein guter Schauspieler. Na gut, aber wir haben Grand Train dafür gekriegt. Und Grand Train ist der Hammer. Wo ist es denn? Ah, nein. Bei... Skills Lore. Wo ist mein Grand Train? Ist der ganz unten? Hier, Grand Train. Mortal Damage pierces Enemy's Defense. Das heißt, es geht durch die Defense durch. Richtig, richtig nice. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht so verkehrt, ein paar Zelte zu kaufen, weil ich immer so ein bisschen kurz bin, ne? Zelte oder zumindest ein paar Sleeping Bags. Kann ich die hier kaufen? Gibt's hier einen normalen Itemshop? Ja, Aladdin gibt's hier. Dann würde ich sagen, holen wir uns ein bisschen was. Einfach weil ich in letzter Zeit immer ein bisschen wirklich knapp bin. Da, ich habe ja Geld ohne Ende wieder, ne? Also diese kurze Dürrephase ohne Geld, die ist auch schon wieder vorbei. Tinctures. Na, 50 MP mit Tinctures ist einfach zu wenig eigentlich für den Preis. Nee, das lohnt sich dann wiederum nicht. Aber okay, wir haben definitiv noch mehr zu tun. Wir sind noch lange nicht fertig. Ich würde sagen, gehen wir als nächstes nach Triangle Island. Da gibt es nämlich nochmal eine sehr interessante Sidequest zu tun. Dafür haben wir aber definitiv heute Zeit. Was wir auf Triangle Island holen wollen? Lasst euch überraschen. Wir gehen mit einer neuen Gruppe, deswegen bereite ich die eben schnell vor. Und wir sehen uns dann, wenn ich mit dem Luftschiff lande. Okay, da wären wir. Wir sind auf Triangle Island. Ihr seht schon, das ist im Nordosten der Welt. Und ich möchte einen ganz bestimmten Encounter hier haben. Zone Eater, perfekt. Komm her, habt ihr sowas schon mal gesehen? Engulf, oh fuck. Er hat Ram gefressen. Manch. Ja, was wir hier machen wollen, ist tatsächlich gar nichts. Ihr wollt einfach nur warten, bis alle... Ja, und ich gieße währenddessen mein Trinken ein, weil ich es kann. Und alles, was ihr wirklich machen wollt, ist, dass eure Charaktere einfach gefressen werden. Denn, warum? Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Und ich glaube, ich werde gleich ein bisschen fast-forwarden, weil das wieder ein bisschen lange dauert. Deswegen nicht wundern, ihr seht schon, zack, der nächste gefressen. Und zack. Weil ihr seht schon, Ram und so, die werden ja immer noch in der Party angezeigt. Das ist nicht so, dass wir außerhalb der Party sind. Und tada! Wir sind in einer weiteren Secret Dungeon. Unser Equipment übrigens nur so nebenbei. So sieht das Ganze aus. Und wir haben sehr interessante Mucke. Pearlands und Illumina werden hier richtig, richtig nützlich. Pearl Rod ebenfalls. Denn Pearl Element ist hier super stark. Aber gut. Die Mucke hat echt was. So, und was auch merkwürdig ist... Ich weiß nicht, was das für Leute sind. Aber ja, wir wollen uns einmal treffen lassen, denn dadurch kommen wir hier ein bisschen an die Thron. Mucke ist schon irgendwie happy, ja? Ein Heather, warum nicht? Und eine Red Jacket. Ich glaube, die Red Jacket ist sogar gar nicht schlecht für dich. Okay, sie ist nicht für dich. Wer konnte die Red Jacket nehmen? Ist sie für keinen von euch? Ah, doch, du kannst sie nehmen. Mehr Stamina, aber weniger Defense und alles andere weniger? Nee. Oh, dein Magic Power Wert ist so gering. Wenn ich der deiner auch, aber der ist ja bewusst so niedrig, aber hey. Gut, nicht, dass Edgar jetzt noch großartig viel Magic Power braucht, aber gut. Tap Dancer und Covered. Coward, würde ich ja sagen. Jedenfalls, was wir machen wollen,
dass diese Gegner alle auseinandernehmen. Ich glaube, Feuer ist ansonsten noch okay, wenn wir kein Lichtelement nehmen können. Und ich glaube, ich kann euch auch mal eventuell Grand Train zeigen, wenn die Gegner nicht vorher alle tot sind. Mal sehen, wäre vielleicht ganz nice. Come on. Und bam. Na gut, Split Damage. Sah jetzt nicht so super stark aus, aber glaubt mir, Grand Train ist verdammt mächtig. Natürlich werden andere elementare Attacken, wenn wir das richtige Element nutzen können, doch nochmal interessanter sein, aber wie oft kommt das vor? Aber gut, aktivieren wir den Schalter, der nur dafür da ist, dass wir jetzt nochmal hochkommen. Das heißt, wir konnten auch nicht von vornherein runter, ne? So, jetzt beginnt aber der Spaß. Ihr seht schon diese Typen hier, die gehen hin und her. Wenn sie uns berühren, kicken sie uns runter. Ja, Berlinern und so. Und genau das wollen wir halt nicht. Und gut. Und, los. Gut. Weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt, aber ich weiß nicht mal, was das für Leute sein sollen. Aber sie kicken uns auf jeden Fall runter. Und jetzt können wir gleich nochmal sehen, wie viel das Illumina eigentlich zählt, ne? Ach komm, lass mal die anderen vor. Ich glaube, Edgar kann ihn ruhig finishen. Bisschen MP zu sparen, ist ja nicht verkehrt. Und eigentlich wollte ich Edgar damit heilen. Das klappt dann wohl nicht. Na, dann kannst du das auch machen. Vielleicht sollte Locke auch ein Auto-Hast-Item haben, einfach um ein bisschen schneller anzukommen. Naja. Ansonsten, Amulette sind hier doch wirklich wichtig, um vor Instant Death und Zombie zu schützen. Ups, okay. Eine Magical Brush. Das ist halt eine Waffe für Ram, aber um ehrlich zu sein, Magical Brush, wenn ich das vergleiche, hat zwar mehr Speed, aber deutlich weniger Magic. Und deswegen finde ich ihre Brushes generell nicht so sonderlich gut. So, vielleicht nur meine Meinung danach. Und ja, ich will da runter. Das könnte jetzt spaßig werden, ne? Und? Ja. Super, das ging ja doch relativ schnell. Noch ein Fake Mustache. Was wir damit machen können, ist, wir haben dann das Control-Kommando für wen? Für Ram. Ist nicht so sonderlich gut, aber hey. Oh. Okay, wow, super. Hey, das ging relativ schnell. Das ging relativ schnell. Was ich euch aber empfehlen würde, ist auf jeden Fall hier einmal zu speichern. Und dann könnt ihr weitermachen. Hier haben wir nämlich das hier. Ihr seht schon, die Erde geht hier die ganze Zeit hoch und runter. Wenn ihr nicht die Sprintschuss habt, dann seid ihr eventuell zu langsam dafür. Deswegen beeilt euch. Das muss schnell gehen. Super. Ist der Fire Cape? Okay. Immer sicher gehen, wo der sichere Spot ist. Oh, nein. So. Wow. Zero Ring. Und jetzt dieses Knifflige, dieses kleine Loch da. Das ist mir persönlich zu schwer. Was ich nämlich mache ist... Wow. Und durch. Ich bevorzuge es so zu machen. Einfach, man hat die Zeit, mit den Sprintschuss ist das kein Problem. Ohne Sprintschuss könnte das anstrengend werden. Aber gut, nur dass ihr da Bescheid wisst. Oh, die Mucke, die hat echt was. So, jetzt haben wir eine offene Truhe, wo wir einfach drüber können. Ist aber auch relativ interessant gemacht, finde ich. Schauen wir mal, wenn ich mich richtig erinnere, dann machen wir einmal so. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Hier wollen wir noch nicht durch. Nee. Machen wir erstmal so. Haha. Und jetzt zu... Nee, das wollen wir nämlich nicht. Wir wollen stattdessen da unten noch die Items holen, ne? So viel Zeit muss auf jeden Fall sein. Und ein Thunder Shield. Kann man nie genug haben. Habe ich wieder zwei, glaube ich. Super. Und jetzt einmal den ganzen Weg nochmal rum. Trigelum und schon sind wir da. Hey. Es ist Boss-Time. Ah, wenigstens nochmal neue Gegner, okay. Dann lasse ich mir das doch nochmal gefallen. Ich glaube, Bolt kann ich auf euch einsetzen. Und du... Ach komm, ich finde es sogar cool, dass du Fire 3 hast, aber ich muss, glaube ich, Strago's Esper arrangieren, weil Strago im Moment wahrscheinlich noch Zone Seek hat. Hab auch die ganze Zeit gar nicht geguckt, wie es Esper-technisch aussieht. Muss ich mal wieder einen Blick drauf werfen. Ja, und Edgar hat man nie wieder gesehen. Er ist aus dem Mund vom Zone Eater rausgesprungen anscheinend. Ja, wie sieht es eigentlich leveltechnisch aus? Ja. Na gut, dann ist es jetzt auch erstmal nicht so wichtig. Boss Time. Oh, shrouded in art clothing. Is this man
A woman? Oh, shoot, we ass. Upsi, jetzt habe ich gegen mein Mikrofon geboxt, das muss ich schneiden. Aber ist this man a woman? Hier ist Go-Go. Hier kann man ihn mitnehmen, anders als in Final Fantasy V, wozu wir irgendwann mal kommen werden. Ja, aber Go-Go ist teilweise echt interessant zumindest. Genau, er ist ein richtiger Mimic. Was? I'll meme your actions in battle. But first you must tell me what you're doing here. Wir sind zufällig hier. What an unusual tale. Ach so, by the sense that you're trying to help make things right again. This should be fun. Ja, wir könnten den ganzen Weg wieder rausgehen, am Anfang die Treppe, die würde rausführen. Aber ich hoffe doch, dass irgendwer hier den Warp, die Warp-Fähigkeit hat. Denn ich würde mich doch ganz gerne rauswarpen. Ja, danke. Ich brauche mal ein bisschen Zeit. Und ich würde sagen, um die Folge zu beenden, kann ich euch den guten Gung-Ho ist kein Party-Member, nein, Go-Go. Er ist ein Party-Member und ich würde ihn euch gerne mal zeigen. So, das heißt, ja, danke Tara, dass du mir jedes Mal von General Leo erzählst. Aber gut, irgendwer muss ja an ihn denken. So, hier haben wir Go-Go. Was ist das Besondere an Go-Go? Go-Go hat die Möglichkeit, wenn wir bei ihm bei... Skills können wir nicht ansehen, okay. Jedenfalls, er hat eigentlich... Wie kann ich in dein... Ja, du hast... Dein Equipment ist aber auch nicht so rasend toll, ne? Den Scheiß kannst du behalten. Aber, wenn man hier raufguckt, seht ihr schon, dass er keine Fähigkeiten hat. Aber man kann ihm eben per Mimic, wenn ich jetzt auf die Möglichkeit kommen würde, wo ich das bei ihm machen darf... okay, hier ist es. Wenn ich auf das leere Feld drücke. Dankeschön. Außer Sortec, das kann er anscheinend nicht einsetzen. Aber ihr könnt selber entscheiden, welche Fähigkeiten er... quasi benutzen soll im Kampf. Ihr könnt ihm Normalfight oder Magic, Item-Steal, was auch immer geben. Und der Vorteil daran ist, dass ihr zum Beispiel in der Arena im Kolosseum ihn dann nutzen könnt und quasi zum Beispiel nur Angriff oder nur, was weiß ich, Blitze oder sowas verwenden könnt. Und dann wird er auch nur das machen. Das ist relativ gut. Aber seine Basic-Werte sind total katastrophal. Die sind sowas von gering, dass es sich gar nicht lohnt, mit ihm zu spielen. Das heißt, aber außer für situationstechnische Sachen würde ich ihn nicht mitnehmen. Wenn ihr unbedingt ihn lieber benutzen wollt, um beim Kolosseum was zu holen, dann nutzt es halt, aber abgesehen davon bin ich absolut kein Fan von ihm. Aber gut, das wäre das, was ich heute schaffen wollte. Ich bin zufrieden, wir haben die Side-Story um Hideo abgeschlossen und beim nächsten Mal gibt's noch mehr Side-Story. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass einige Leute nicht mehr so viel Bock auf Side-Story haben und in Theorie könnten wir schon längst das Spiel beenden. Aber das Spiel, ich werde das nie wieder let's playen. Deswegen möchte ich auf jeden Fall so viele Side-Stories machen, wie ich kann. Alles klar. Und damit geht's dann weiter beim nächsten Mal in Let's Play Final Fantasy VI. Ich bin's hier und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin und bis dahin.